Hey Leute, mein neues Kindle zum Thema Hundeerziehung ist ab sofort verfügbar. Ich möchte euch ganz kurz mal erklären, um was es geht. Und zwar sehe ich draußen sehr oft Menschen, die ihren Hund überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Das geht euch wahrscheinlich genauso, ob ihr einen Hund habt oder nicht. Und deswegen habe ich gesagt, schreibe ich ein Kindle, um einfach solchen Menschen zu helfen, damit sie ihren Hund besser kontrollieren können und halt auch in jeder Situation sich darauf verlassen können, dass der Hund einschätzbar ist, dass er hört, dass er tut, was sie ihm sagen. Und ja, du kennst wahrscheinlich selbst, wenn du draußen unterwegs bist, siehst du oft Hundebesitzer, die so hinter der Leine hinterhergezogen werden. Die Hunde haben den Besitzer voll unter Kontrolle. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Und aus dem Grund habe ich jetzt ein Kindle geschrieben zu diesem Thema. Das heißt, darin geht es darum, wie du deinen Hund unter Kontrolle bekommst, wie du ihn in jeder Situation einschätzen lernst, dass du ihn verstehst, wie er überhaupt lernt. Das heißt, wie versteht er gewisse Kommandos, wie musst du mit ihm umgehen, was hat das Umfeld damit zu tun, dass der Hund erzogen wird richtig. Es geht darum, wie du ihn richtig pflegst, einige Tipps dazu zum Thema Spielzeug, zum Thema Ernährung. Also alles, was so aus meiner Sicht zu dem Thema Hundeerziehung von Anfang an dazugehört. Das Tolle ist, es ist für jeden Hund in jedem Alter geeignet, weil jeder Hund, auch wenn er noch nicht hört oder lange Zeit in seinem Hundeleben ja, gemacht hat, was er will, sage ich mal, dann kann man ihn trotzdem noch irgendwie erziehen und ihm beibringen, dass er das tut, was er soll und keinen eigenen Willen hat. Und dementsprechend ist es für jeden Hund in jedem Alter geeignet. Es ist sehr gut zu lesen aus meiner Sicht. Ich habe es relativ flüssig geschrieben, sodass es jetzt nicht so klassischer Ratgeber-Style ist, sondern dass man auch wirklich Praxistipps hat, die man wirklich im Alltag anwenden kann, mit denen man sofort loslegen kann. Natürlich muss man dazu sagen, es wird sich natürlich nicht innerhalb von 2-3 Tagen ein Ergebnis einstellen. Auch ein Hund muss wie ein Mensch immer wieder Schritt für Schritt lernen. Und was ich euch aber sagen kann, ist, wenn ihr das Ganze durchzieht, Geduld wird belohnt, der Hund ist zufriedener, weil er weniger Stresssituationen ausgesetzt ist. Und du wirst definitiv auch einen entspannteren Alltag haben, weil dein Hund einfach hört. Es würde mich freuen, wenn du dir das Buch zulegst. Den Link dazu findest du irgendwo hier neben dem Video, über dem Video oder unter dem Video. Und wie gesagt, ich kann es dir nur ans Herz legen. Es lohnt sich, den Hund zu erziehen, denn langfristig werdet ihr beide eine entspanntere Zeit haben.